Geburt dehnt sich dein Damm enorm. Auch Verletzungen wie ein Dammriss können auftreten. Damit sich dein Gewebe nach der Geburt gut erholt, habe ich ein paar Tipps für dich. Falls du Schmerzen hast beim Wasserlassen, kann es dir gut tun, lauwarmes Wasser mit einem kleinen Kännchen über die Scheide laufen zu lassen. Dadurch wird der Urin verdünnt und es brennt weniger. Ein Pflegespray kann beruhigend, kühlend und pflegend auf deinen Damm wirken. Achte darauf, dass man das Spray auch kopfüber verwenden kann. Mein Tipp: Lege das Spray in den Kühlschrank für einen extra kühlenden Effekt. Du kannst das Spray auch auf eine Binde aufsprühen. Achte darauf, dass es natürliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Aloe Vera, Hamamelis oder Calendula, enthält. Du kannst das Spray so oft verwenden, wie du möchtest. Viele Frauen finden es besonders nach einem Toilettengang sehr angenehm. Auch Sitzbäder können deinem Damm beim Heilen helfen. Du kannst zum Beispiel Eichenrinde oder Kamillen- oder Ringelblumenessenz in etwa 35 Grad warmes Wasser geben und darin 10 bis 15 Minuten baden täglich. Am allerwichtigsten ist aber, dass du dich viel ausruhst, damit du dich schnell erholst.